Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Landesblindengeld 1954-01 zu 1952-31 zu 1944-67 und bitte wiederum um Berichterstattung. Wieder Herr Müller. Gut. Müller. Tja, je länger der Kollege da vorne Dienst hat, desto mehr stehe ich hier vorne, Herr Merz. Zur Beschlussempfehlung. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und der FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung anzunehmen. Danke, Herr Möller. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Das ist die Drucksache 19/5425. Und um diese zu erläutern, hat sich Herr Merz für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Auseinandersetzung um das Landesblindengeldgesetz hat eine ganze Reihe von Facetten. Wir haben es für richtig gehalten, hier noch einmal eine dritte Lesung zu beantragen. Ich begrüße übrigens auf der Tribüne den Geschäftsführer des Landesblinden- und Sehbehindertenbundes, Herrn Mayer, der wie wir die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass sich die Dinge noch zum Besseren würden wenden lassen. Wir hatten beantragt, ein doppeltes Landesblindengeldgesetz für Menschen mit Taubblindheit. Das ist ein kleines, überschaubares Problem aus der Perspektive des Landes. Es ist ein großes Problem aus der Perspektive der Menschen, um die es da geht. Wir reden von 30 bis in der Auseinandersetzung waren die Zahlen etwas divergent, aber wir reden um wahrscheinlich nicht mehr als 100 Menschen, um die es hier in Hessen geht. Und wir reden um einen Betrag landesweit, demzufolge zwischen 210 und maximal 600.000 €, wenn, wie das aus unserer Sicht erforderlich ist, das Landesblindengeld von 580 für diese Personengruppe verdoppelt würde. Ich will Ihnen das noch einmal dringend ans Herz legen. Eigentlich, meine Damen und Herren, ist es nichts, über das man hier streiten dürfte, sowohl von dem Gegenstand her als auch von der finanziellen Belastung, die daraus für das Land und oder den Landeswohlfahrtsverband resultieren würde. Es dürfte eigentlich kein Gegenstand für eine Debatte sein, sondern aus unserer festen Überzeugung müsste dies einvernehmlich regelbar sein. Wir wissen schon, das ist in der Debatte auch im Ausschuss gesagt worden, und das ist auch richtig. Kollegin Erfurth hat das gesagt, andere haben es gesagt, dass das nicht alles ist, dass auch noch andere Dinge zu erledigen sind. Aber dann gilt der Satz, Frau Kollegin Erfurth, das eine tun heißt nicht das andere lassen. Deswegen ist es gut, dass die Kollegen von der FDP einen Sachantrag in der Frage gestellt haben. Und wir werden einen Antrag einbringen zum Haushalt, der die Verbesserung der Ausbildung von Taubblindenassistenten zum Gegenstand hat, damit wir tatsächlich in dieser Frage vorankommen. Und ich biete an, diesen Haushaltsantrag gemeinsam zu tragen, damit sozusagen dieses aus der Debatte herausgenommen wird. Das können wir gerne tun. Auch da handelt es sich nicht um viel Geld. Und auch das wäre ein Beitrag. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt und zu unserem Änderungsantrag, um den blinden und den taubblinden Menschen hier zu signalisieren, dass ihre Anliegen in diesem Landtag in guten Händen sind. Deswegen appelliere ich an Sie alle, auch unserem Vorschlag zu folgen, das Gesetz zu entfristen. Wir haben eine, wie ich finde, etwas skurrile Debatte gehabt, wer auch immer die zu verantworten hat. Es sei nicht möglich, sozusagen die Befristung zu verlängern, angeblich, weil das Stammgesetz nicht geändert würde. Ich kann diese Argumentation mit Verlaub nach wie vor in keiner Weise nachvollziehen, aber wie dem auch immer sei.
Wenn man noch einmal aus diesem Anlass, diesem eher skurrilen Anlass, anfängt, darüber nachzudenken, dann kommt man zu folgender Frage. Warum ist das Landesblindengeld überhaupt befristet? Warum gelingt es uns nicht, dieses Gesetz zu entfristen? Und das ist unser Vorschlag, um den blinden und sehbehinderten Menschen und hoffentlich auch den Taubblinden in diesem Land zu signalisieren, ihr könnt euch auf diesen Hessischen Landtag verlassen, solange eure Situation, eure besondere und bedrückte Situation weiter andauert. Es gibt keinen vernünftigen Grund für eine Befristung des Gesetzes in Gänze. Deswegen haben wir uns entschlossen, hier den ganzen Weg zu gehen und vorzuschlagen, dieses Gesetz zu entfristen. Es ist ja in diesen Tagen immer viel von Planungssicherheit die Rede. Wenn es Menschen gibt, meine Damen und Herren, Menschen im Gegensatz zu denen, über die wir in der vorhergehenden Debatte gesprochen haben, über keine Lobby, oder natürlich über eine Lobby, aber keine so starke und so zahlreiche wie die Sportverbände und die Sportvereine verfügen, dann ist es, glaube ich, wirklich angezeigt, Ihnen alle Unterstützung und alle Sicherheit, alle Planungssicherheit zu geben, die Sie in Ihrer bedrängten Lage benötigen. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Vorschlag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Gerhard Merz. Bevor wir weiterfahren der Debatte, will ich noch einmal darauf hinweisen, die Beschlussempfehlung, die vom Kollegen Müller vorgetragen wurde, da gab es Irritationen. Das heißt natürlich, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Das ist die Empfehlung, nur damit wir das auch für das Protokoll festhalten. So, dann hat als Nächste die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stimmen dem Antrag der SPD zu. Seit dem Haushalt 2012 fordert DIE LINKE ein Gehörlosengeld analog zum Blindengeld. Was bedeutet, man verdoppelt die Summe. Und wir werden diesen Antrag auch weiterhin stellen, auch wenn wir wissen, dass die Regierungsfraktionen den Gesetzentwurf ablehnen. Man kann das auch unterhalb des Gesetzentwurfs auf der Haushaltsebene regeln. Wir werden weiter beantragen, dass dieses Geld gewährt wird, und wir werden uns von diesen Anträgen auch nicht abbringen lassen. Und die bemerkenswerte Anhörung mit den Menschen, die selbst von dieser Beeinträchtigung betroffen waren, die haben ja bei Ihnen ausgelöst, dass Sie da gesessen haben und sehr betroffen, ich sage jetzt mal, getan haben. Weil wenn Sie betroffen gewesen wären, dann hätten Sie anders reagiert, und dann würden wir diese Debatte hier in der dritten Lesung heute nicht führen. Denn dann hätten wir eine Situation, dass Sie aus der Betroffenheit erkannt hätten, dass Sie dringend handeln müssen. Und dann hätten wir jetzt eine Situation, die sagen würde, jawohl, wir bekommen eine besondere Leistung für Menschen, die taubblind sind. Denn taubblind ist eben nicht einfach nur zwei Behinderungen, sondern es sind zwei Behinderungen, die sozusagen das potenzieren und nicht nur verdoppeln, was der Mensch an Leid erfährt, an Ausgrenzung erfährt und an Nichtteilnahme erfährt. Diese Personengruppe lebt häufig völlig isoliert, und die einzige Möglichkeit besteht darüber, dass sie über die Hilfe ihrer Familien, so es denn eine gibt, Unterstützung erfahren oder die Unterstützung, die ansonsten zugetragen werden kann. Aber das ist eben nicht ausreichend für das, was diese Mehrfachverhinderung verursacht. Und wenn wir auf die Umsetzung im Bundesteilhabegesetz warten wollen, dann warten wir bis 2020. Und das ist in dieser Situation keine angemessene Antwort. Und selbst wenn die Assistenz durch das Bundesteilhabegesetz abgedeckt würde, bleibt immer noch ein finanzieller Aufwand für Hilfsmittel, von denen wir wissen, der Markt reguliert. Es gibt nur einen ganz winzigen Markt, also gibt es kaum Angebote, und wenn, dann sind sie sehr teuer. Und diese Dinge, die die Menschen dort kaufen müssen, um sich ihr Leben zu organisieren, sind schwer zu bekommen. Und auch dafür braucht es eben diese Unterstützung. Und wir sind auch für den eingebrachten Änderungsantrag der SPD. Denn diese Befristung ergibt tatsächlich keinen einzigen Sinn, außer die betroffenen Menschen zutiefst zu verunsichern. Und wenn das Ihre Zielsetzung ist, dann behalten Sie diese Befristung, so wie Sie sie gemacht haben, bei. Wenn das nicht Ihre Zielsetzung ist, dann ändern Sie diese Befristung ab oder schaffen Sie sie an dieser Stelle grundlegend ab. Denn blind
ist nun einmal ein Zustand, der sich so unmittelbar in der Mehrheit der Fälle nicht verändern wird. Und es wird ja im Einzelfall geprüft, und die Problematik bleibt bestehen. Deshalb braucht man hier an dieser Stelle tatsächlich keine Befristung. Und wenn wir an dieser Stelle dann schon einmal sind, dann wäre es doch klug von der Landesregierung gewesen, sie hätte mal ihre Überlegungen, wie sie denn mit dem Teilhabegesetz an der Stelle umgehen will, vielleicht schon einmal eingebracht. Es ist ja nicht so, dass man das wieder am vorletzten Tag aus dem Boden stampfen muss, wie das hier so oft passiert in diesem Haus, und dann eine ordentliche Beratung nicht stattfinden kann. Es kommt auf uns zu, wir müssen damit umgehen, also wäre es doch klug, an dieser Stelle schon einmal etwas dazu zu sagen. Und wenn wir über die Landesgrenzen hinaus gucken, was das Taubblindengeld angeht, dann wissen wir, dass es in anderen Bundesländern durchaus möglich ist, dass dort Einrichtungen zur Ausbildung von Assistenten und Assistenten bestehen, z. B. in Nordrhein-Westfalen, dass in Niedersachsen bereits zum zweiten Mal durch das Land finanziert Menschen ausgebildet worden sind und dass der Sehbehindertenverband ein Qualifikationsprofil erstellt hat, mit dem man so etwas machen kann. Da kann man mal reingucken, da kann man was abgucken, da kann man fragen, funktioniert es gut oder nicht so gut, und dann gegebenenfalls was ändern. Aber es gibt in diesem Land schon Initiativen und umgesetzte Dinge, von denen man profitieren könnte. Aber auch das funktioniert ja hier leider nicht, und es ist äußerst traurig. Anerkennung als Beruf wird von den Beteiligten angestrebt. In anderen Bundesländern arbeitet man da mit dran. In Hessen ist das nicht einmal Zukunftsmusik, sondern überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich finde das überaus traurig. Ich finde, Sie sollten so nicht weitermachen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Das Wort hat die Frau Abg. Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal zum Änderungsantrag, den die Kollegen von der SPD heute eingebracht haben, zur Entfristung. Wir haben im Ausschuss eine zugegebenermaßen juristische Debatte darüber geführt, ob entfristet werden kann oder ob die Fristen verschoben werden können oder nicht. Ich gebe ja gern zu, dass das eine für Nichtjuristen etwas schwierige Debatte ist. Aber es war sozusagen juristisch hergeleitet, dass mit dieser Änderung des Gesetzes eine Entfristung nicht passieren kann oder eine Fristverlängerung. Das kann man so behaupten, Frau Schott, aber vielleicht sollte man auch einmal das zur Kenntnis nehmen, was in der Debatte sozusagen auch rechtssicher veranlasst werden kann. So. Das ist Ihre Interpretation der Dinge, aber vielleicht sollten Sie einmal versuchen, Debatten zur Kenntnis zu nehmen und auch die Folgen. Und wenn Sie jetzt hier verkünden, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen hätten zur Verunsicherung beigetragen, dann muss ich Ihnen doch sagen, gucken Sie doch einmal in das Gesetz, was wir schon mit großer Mehrheit hier verabschiedet haben. Es war die Landesregierung, die ein Gesetz angebracht hat, das dafür gesorgt hat, dass durch die Erhöhung des Pflegegeldes das Blindengeld nicht gekürzt hat. Das hat die Landesregierung eingebracht. Das haben wir gemeinsam gestützt. Das ist nämlich, dass wir dafür sorgen, gemeinsam dafür sorgen, dass blinde Menschen in diesem Land auch weiterhin das Blindengeld in der gleichen Höhe erhalten wie bisher und dass nicht durch die Erhöhung des Pflegegeldes das Blindengeld wieder eingesammelt wird. Das haben wir so beschlossen, und das war gut und richtig so. Darüber haben Sie sich bisher keine Gedanken gemacht, aber das haben wir gemacht, und dafür haben wir gesorgt. Ja, wenn Sie hier sagen, wir würden Menschen verunsichern, dann muss ich dem knallhart widersprechen. Das tun wir nicht, und wir werden auch, selbst wenn es jetzt hier... Ich habe das Mikrofon, ich bin lauter, und ich kann auch sehr laut brüllen, wenn ich das muss. Das will ich aber nicht. Und von daher finde ich die Debatte, wir würden Menschen verunsichern, finde ich ziemlich hanebüchen. Das muss ich Ihnen einfach einmal so sagen. Weil es ist doch völlig klar, dass blinde Menschen hier in Hessen ein hohes Pflegegeld bekommen haben. Das ist gut so. Das finde ich richtig und gut so. Und das machen wir auch weiterhin so, ganz egal, wie lang diese Frist in dem Gesetz steht. Und das wissen auch die Menschen vom Blinden- und Sehbehindertenverband, dass sie sich an dem Punkt da tatsächlich auf uns verlassen können. Und ich glaube, das hängt jetzt nicht an der Farbe der Landesregierung, sondern das ist, hoffe ich mal, auch sozusagen Konsens hier in diesem Landtag, dass wir diese sehr behinderten Menschen nicht alleine lassen wollen. Also da bin ich
Sie merken es, glaube ich, ich bin da auch ziemlich empört über solche Unterstellungen. Jetzt möchte ich mich mit dem politischen Signal beschäftigen, was die Kolleginnen und Kollegen von der SPD ja heute hier in dritter Lesung einbringen. Es geht Ihnen darum, zu sagen, wir wollen Menschen, die sowohl blind als auch taub sind, wollen wir dadurch unterstützen, dass wir das Blindengeld verdoppeln. Das kann man so machen. Wir haben uns aber in der Debatte durchaus darüber sehr intensiv ausgetauscht, was taubblinde Menschen denn an Hilfsmitteln brauchen. Und da streiten wir um die Instrumente. Reicht es, wenn wir das Blindengeld verdoppeln, um den Menschen wirklich zu helfen, oder reicht das nicht? Und da ist unsere Antwort, das reicht nicht. Und Herr Merz, die Antwort kann dann aber nicht sein, sowohl als auch, sondern wir müssen den Bedarf erkunden. Und wir müssen sehr genau hingucken, was brauchen diese Menschen und was ist überhaupt das Problem? Es wurde uns doch sehr nachdrücklich geschildert, dass das Problem eigentlich ist, dass taubblinde Menschen den Zugang zum Hilfesystem gar nicht finden. Und da reicht es doch nicht, wenn ich sage, du findest zwar den Zugang zum Hilfesystem nicht, aber ich gebe dir jetzt ein bisschen mehr Geld, dann wirst du ihn schon finden. Das reicht doch einfach nicht. Ja? Und daher ist es der richtige Ansatz, zu sagen, wir versuchen, den Bedarf zu eruieren, und wir sorgen dann dafür, dass ihr qualifizierte und vernünftige Assistenz bekommt. Dann lösen wir doch das Problem wirklich da, wo wir es auch ausgemacht haben. Deswegen haben wir Ihnen ja nicht zum Spaß den Begleitantrag eingebracht zum Landesblindengeldgesetz. Und genau deswegen, Herr Merz, arbeiten wir auch daran, dass wir in den anstehenden Haushaltsberatungen auch mit einem, das Ganze mit Geld unterlegen und da auch einen Haushaltsantrag Ihnen vorlegen werden. Und deshalb glaube ich, dass wir da zu einer guten Lösung finden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch unseren Antrag zum Haushalt unterstützen, damit wir für den taubblinden Menschen auch eine wirkliche Hilfestellung erreichen können. Das wäre mir nämlich ein wirkliches Anliegen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurt. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, der heute von der SPD noch einmal zur Debatte steht, ist ja noch einmal erneute Debatte über das Landesblindengeld und die besondere Gruppe der Taubblinden, die insbesondere belastet ist durch ihre Behinderung. Und wir haben uns ja schon ausgetauscht nach der Anhörung über die Situation, was können wir tun, um den Taubblinden auch noch zu helfen. Und es ist in der Debatte auch deutlich geworden, das habe ich heute hier noch nicht so gehört, ich denke, der Minister wird es vielleicht auch noch einmal genauer aufarbeiten. Eigentlich gehen wir in unserem Sozialstaatsverständnis davon aus, dass wir den Einzelnen in den Blick nehmen und für den Einzelnen optimierte Unterstützungsmaßnahmen entwickeln. Und das halten wir auch für richtig. Und darum sind natürlich zusätzliche Maßnahmen, die der LWV dann zur Verfügung stellen kann, natürlich auch richtig und gut. Und man kann sich heute auf den Standpunkt stellen, das reicht oder das ist richtig, um die Taubblinden zu unterstützen. Sie müssen natürlich schon sich dann der Logik stellen, warum Sie es bei den Blinden als allgemeine Unterstützung für richtig halten, die auch aus dem System fällt, sie aber für die ganz kleine Gruppe der besonders hochbelasteten Taubblinden dann nicht tun. Und wir haben in meiner Fraktion sehr lange darüber diskutiert, warum ist das bis jetzt noch nicht passiert? Warum hat man diese hochbelastete Gruppe der Taubblinden, die wirklich super klein ist und eine leider zur Folge hat, dass sie oft wohl übersehen worden ist oder man sie in der Politik nicht ausreichend bedacht hat? Warum kommt die jetzt wieder nicht vor? Und neben dem Thema, wie kann man das Unterstützungssystem für Taubblinde verbessern, wo ich total froh bin, dass die Koalition signalisiert hat, dass sie dieses Thema aufnehmen will. Also die besondere Herausforderung für pflegende Angehörige, wie kann ich Menschen, meine Verwandten, die taubblind sind, unterstützen, damit sie mit dieser schlimmen Behinderung gut umgehen können und auch die psychische Belastung für die Angehörigen ein Stück weit aufzufangen.
dass dort in Hessen geplant ist, jetzt ein Unterstützungssystem wie in anderen Bundesländern zu ermöglichen. Das finde ich wirklich gut. Aber ich finde es auch schade, dass man für diese besonders kleine Gruppe nicht eine Lösung gefunden hat. Es geht um eine absolut überschaubare Größe an Geld. Und genau diese Gruppe von Menschen hat eine hohe Schwelle, um wirklich ihre Interessen vertreten zu können, detailliert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine Lösung gefunden hätten, eine finanzielle Lösung. Ob die jetzt in unserem Einzelplan gefunden worden wäre oder ob wir die aus einem anderen Einzelplan organisiert hätten, ob wir gesagt hätten, komm, wir überlegen mal, wo nehmen wir was weg gemeinsam, das vertreten wir auch gemeinsam. Ich glaube, da hätten wir über alle Fraktionen hinweg eine Lösung gefunden. Und es bleibt für uns auch auf der Agenda. Das bleibt für uns auf der Agenda, dass wir hier für die taubblinden Menschen etwas tun möchten. Und ich finde es in besonderer Weise interessant, wie wir über die Befristung diskutiert haben. Ich glaube nicht, dass man mit einer Entfristung des Gesetzes tatsächlich den Menschen, die diese Leistung erhalten, mehr Sicherheit gibt. Was hindert bei einer Entfristung des Gesetzes einen Hessischen Landtag daran, das Gesetz entsprechend zu ändern oder aufzuheben? Das ist eine Sicherheit, die es eigentlich in der Form nicht gibt. Solange dieser Hessische Landtag, wie wir das hier auch gesehen haben, geschlossen für das Landesblindengeld steht, und das ist nie angezweifelt worden, und es ist auch so, dass der Minister sehr früh zu uns kam, zu den Obleuten, hat gesagt, hier gibt es ein Problem, wir müssen dieses Gesetz anpassen, und wir sofort alle signalisiert haben, da gibt es jetzt auch keine Anträge von irgendwelchen Fraktionen, die sagen, das muss schneller, höher, weiter sein, sondern diese Leistung wollen wir gemeinsam als Hessischer Landtag weiter mittragen, weil wir sie für richtig und gut halten. Dass das eine Entfristung des Gesetzes in irgendeiner Form die Leistungsempfänger schützt, ich glaube, dass wenn man ein Gesetz befristet und es wieder auf die Tagesordnung des Hessischen Landtags kommt, eher auch die Möglichkeit hat, noch einmal zu prüfen, ist diese Leistung noch angemessen hoch oder gibt es die Frage, gibt es noch Gruppen, die man dort sozusagen mit aufnehmen sollte. Also ich glaube nicht, dass die Entfristung tatsächlich die Sicherheit gibt, die dort erwartet wird. Ich finde es auch gut, dass regelmäßig solche Gesetze hier aufgerufen werden, um zu fragen, ist die Höhe der Förderung noch angemessen. Darum können wir uns an der Stelle auch nicht sozusagen der SPD und den Forderungen der Betroffenen auch anschließen. Aber für meine Fraktion ist es so, hätten wir die Chance, es allein zu entscheiden, hätten wir für die Taubblinden diese Förderung in Gang gesetzt, wie die SPD sie hier in den Raum gestellt hat. Darum werden wir diesen Teil des Gesetzentwurfs auch unterstützen. Das ist jetzt keine neue Äußerung. Das habe ich schon an der Stelle schon erläutert, warum wir dafür. Herr Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Und darum sage ich noch einmal, wir werden nicht hinter dem Änderungsantrag stehen bei der Entfristung, aber hinter der grundsätzlichen Unterstützung der Taubblinden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben diese Debatte ja schon ausführlich im Ausschuss geführt. Und wir waren auch alle von der Anhörung, das haben auch meine Vorredner oder Vorrednerinnen schon erwähnt, waren von der Anhörung sehr beeindruckt über die Dinge, die auch dort vorgetragen worden sind. Und ich glaube, da kann ich auch für alle, die im Ausschuss dort mit dabei gewesen sind, sprechen. Wir nehmen die Dinge, die dort vorgetragen worden sind, sehr ernst. Und Herr Kollege Merz, Sie haben es ja auch angesprochen, sowas. Der Herr Mayer hat ja auch noch einmal sich im Vorfeld der heutigen Debatte an uns auch gewandt und um Unterstützung gebeten an dieser Stelle. Letztendlich, und ich glaube, das ist der Punkt, worauf wir uns vereinbaren können. Wir werden heute, so auch wie im Ausschuss besprochen, wir werden heute die Gesetzesinitiative der SPD ablehnen, sowohl auch den Änderungsantrag der Entfristung. Zum Thema der möglichen Entfristung ist schon einiges gesagt worden. Aber letztendlich, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, und das ist auch der Punkt, und Kollege Rock hat es eben noch einmal angedeutet, ich glaube, es besteht eine große Chance, einen Konsens zu finden,
über verschiedene Maßnahmen und Kollegin Erfurth hat es erwähnt oder angedeutet über verschiedene Maßnahmen, wo die Koalition sich intensive Gedanken macht, auch im Rahmen des Haushalts und darüber hinaus verschiedene Fördermöglichkeiten zu entwickeln. Wir wissen, dass der Zugang zum System sehr erschwert ist. Aber wir wollen es nicht nur mit Geld lösen, sondern ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir gerade für die Taubblinden die Assistenten stärken und dort im Bereich der Ausbildung, das ist angesprochen worden, dass dort in diesem Bereich intensiv etwas gemacht werden kann. Ich glaube, wenn man das eine tut, ohne das andere nicht zu lassen, könnte vielleicht ein gemeinsamer Weg an dieser Stelle entstehen. Deshalb bitte ich auch darum, wir haben ja noch die Gesetzesinitiative, die wir zum Landesblindengeld schon gemeinsam beschlossen haben. Und wir haben aber auch noch die Initiative der CDU-Grünen-Fraktion im Ausschuss liegen, wo wir ja gebeten haben, dort in diesem Bereich die Landesregierung noch einmal Erkundigungen einzuziehen und im Zweifelsfall, dass wir dann dort auch eine gemeinsame Lösung finden. Ich glaube, dies ist dem Thema angemessen. Ich glaube, das entspricht auch dem Petitum aller Fraktionen hier im Hause, dass wir sagen, das Thema ist uns wichtig. Das Thema ist ein Thema, auch wenn es eine kleine Gruppe Menschen betrifft. Dies kann aber für uns nicht die Maßgabe sein, sondern es ist ein wichtiges Thema, dem wir uns angemessen widmen wollen und wo wir noch gemeinsam in der Diskussion sind. Ich glaube, wenn wir das so weiterhin auch partnerschaftlich versuchen zu lösen, dass wir dann auf einem guten Weg sind und auch dann für die betroffenen Menschen etwas erreichen können. Ich glaube, das ist das Ziel, was uns gemeinsam vereint. Und deshalb bitte ich um Verständnis. Wir werden heute die Gesetzesinitiative der SPD inklusive auch der Entfristung den Änderungsantrag ablehnen. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen, nicht auseinandersetzen, sondern das Thema bleibt weiterhin auf der politischen Agenda. Deshalb, meine sehr Damen und Herren, danke ich Ihnen auch für die Debatte, die sehr sachlich und sehr angenehm geführt worden ist gegenüber anderen Debatten heute im Hause. Und sie war auch angemessen der betroffenen Gruppe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, dass sowohl in den Debatten über den Gesetzentwurf der SPD-Landtagsfraktion als auch dem der Landesregierung deutlich geworden ist, dass die Fragestellung nicht nur des Landesblindengeldgesetzes, sondern im Zuge der Anhörung auch die besonderen Bedürfnisse der Taubblinden durchaus Gehör gefunden haben. Und über alle Fraktionsgrenzen hinweg, und dem schließt sich die Landesregierung auch uneingeschränkt an, dass taubblinde Menschen besondere Bedürfnisse haben. Aber, und an dieser Stelle war ja eine Frage, die wirklich spannend gewesen ist, und an deren Beantwortung man möglicherweise auch arbeiten kann, was an Unterstützungsbedarfe da ist. Wenn wir uns selbst vergewissern, wie wir die Diskussion um Landesblindengeld bisher geführt haben und die Frage uns stellen, warum kamen die besonderen Bedürfnisse von taubblinden Menschen uns nicht vorher in den Fokus, als jetzt ausgerechnet in dieser Anhörung, dann möglicherweise hängt dieses auch damit zusammen, dass taubblinden Menschen genau der Zugang zu solchen Fragestellungen, zu Beratungsangeboten, aber auch zur Interessensartikulierung schwer gemacht wurde oder fehlt. Und ich finde, das ist der Ansatz, an dem wir uns verständigen können, möglicherweise Hilfestellungen zu bieten. Ich bin genauso unsicher wie die Regierungsfraktionen und sage das dann auch aus der Landesregierung, ob dieser Bedarf tatsächlich mit einer Verdoppelung des Landesblindengeldgesetzes erreicht werden kann. An der Stelle, denke ich, müssen wir an anderen Punkten ansetzen. Wir müssen auf der einen Seite ansetzen, wie können wir Assistenzleistungen so ausbauen, dass taubblinden Menschen der Zugang zu solchen oder nicht nur zu Hilfesystemen, sondern auch zu allgemeingesellschaftlichen Systemen erleichtert werden. Frau Kollegin Erfurth und auch Herr Reul haben angekündigt, dass an dieser Stelle die Regierungsfraktionen in Diskussionen sind, auch was den Haushalt 2018-2019 anbelangt. Das Nächste ist, dass wir natürlich schauen müssen, in der Fragestellung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
in denen insbesondere die Möglichkeiten der Stärkung von individuellen und persönlichen Wünschen in der Lebensplanung einen besonderen Raum eingenommen hat, wie wir den auch zielgerichtet umsetzen können mit den Partnern, die das Bundesteilhabegesetz umsetzen müssen. Und last not but least müssen wir an dieser Stelle natürlich auch sagen, wo können wir gemeinsam auch außerhalb mit Institutionen außerhalb des Landes oder Verantwortungsträgern ins Gespräch kommen, wie beispielsweise das Sozialministerium, wir uns beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung dafür eingesetzt haben, dass im Rahmen des Aufbaus einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, wie es gerade das Bundesteilhabegesetz sieht, auch die besonderen Belange taubblinder Menschen berücksichtigt werden. Also, wir werden an einer Lösung arbeiten, um den Zugang zu Hilfesystemen für Taubblinde zu erleichtern. Ich denke, diese Fragestellung oder an diesem Punkt können wir durchaus eine Einigkeit innerhalb des Plenums herstellen, des Landtages herstellen, auch mit der Landesregierung. Lassen Sie mich nur einen Satz zu den Formalismen sagen, weil es ist, damit einmal klar ist, selbstverständlich ist der Gesetzgeber frei, jedes Gesetz zu entfristen. Punkt. Allerdings tut man gut daran, wenn man ein Leitfadencontrolling hat. Und an dieser Stelle ist es so, das Landesblindengeldgesetz ist bis zum 31.12.2019 befristet. Nach dem Leitfadencontrolling wird die Evaluation im Juli 2018 beginnen. Und es ist eigentlich eine gute Angelegenheit, dass sich auch Regierung, aber auch Regierungsfraktionen auch bei eigenen oder auch bei oppositionellen Gesetzesentwürfen dieser Fragestellung durchaus bewusst sind. Weil die Fragestellung von Controlling hat natürlich etwas damit zu tun, Normen auf ihre Wirksamkeit, auf ihre Veränderungsnotwendigkeit und anderes zu überprüfen. Und ich finde, dass es an dieser Stelle auch, und das sieht gerade die Diskussion, eine solche Befristung durchaus Sinn tut, neue Erkenntnisse mit einfließen zu lassen, dann in ein Gesetzgebungsverfahren. Und die Tatsache, dass hier Rechtssicherheit an dieser Stelle dann erzeugt werden wird, ich denke, es wird keine Mehrheit innerhalb des Hessischen Landtages jemals geben, die ein Landesblindengeldgesetz abschaffen wird. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass es angemessen ist, dass wir uns mit der Frage auch gründlich beschäftigen. Ich habe nicht die Absicht, jetzt in der zweiten Runde den Ton zu verlassen, der bisher erfreulicherweise überwiegend geherrscht hat. Aber ich möchte auf ein paar Argumente schon eingehen, die im Laufe der Debatte vorgetragen worden sind. Ich fange mal hinten an bei Ihnen, Herr Minister, und bei der Frage der Befristung. Das hat auch Kollege Rock angesprochen. Ich habe von Rechtssicherheit in diesem Zusammenhang nicht gesprochen. Ich habe von einem Signal gesprochen. Und mit Verlaub, das, was als Argument gilt, dass jeder Landtag, wenn er völlig von Sinnen wäre, das Landesblindengesetz aufheben könnte, wenn er von Sinnen wäre, das Argument gilt für das Sozialbudget im Übrigen auch. Da wird immer so getan, als sei das sozusagen für alle Tage in Sicherheit. Das ist es natürlich nicht, weil jeder Landtag in jeder Verfahrenslage Herr seines Verfahrens und seiner Beschlüsse und seiner Gesetze ist. Insofern sind wir da nicht auseinander. Ich habe davon gesprochen, dass es ein Signal ist. Und ich glaube in der Tat, Herr Minister, dass fachlich eine Evaluation des Landesblindengeldgesetzes in seiner hoffentlich irgendwann einmal geänderten Fassung mit der Verdopplung, bei der ich bleibe, dass das auf eine bestimmte Art und Weise einer Evaluation nicht bedarf. Weil die Lage von blinden Menschen wird auch in 10 Jahren noch so sein, wie sie heute ist. Es werden vielleicht andere blinde Menschen sein, es werden vielleicht mehr oder mehr sein, das weiß ich nicht. Aber ihre Lage wird überwiegend noch so sein, wie zu den Zeiten, wo das Landesblindengeldgesetz, das in der Tat in der Reihe der Sozialleistungsgesetze, aus der Reihe fällt. Ja, das stimmt, weil es einen pauschalierten Betrag für eine bestimmte Lebenslage vorsieht, was wir sonst so in anderen Behindertenarten nicht kennen. Das ist richtig, aber das ist damals für richtig empfunden worden. Und wenn wir der Auffassung sind, dass ein Landtag, wie gesagt, nicht bei Sinnen sein müsste, wenn er das ändern wollte, dann spricht das Argument schon auch für eine Entfristung. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich sehe, dass an dieser Stelle hier keine Übereinkunft zu erzielen ist. Zweitens, ähnlicher Argumentationszusammenhang. Frau Kollegin Erfurth,
Sie haben gesagt, die Bedarfe und die Bedürfnisse müssten geprüft werden. Ich sage, wir haben in der Anhörung von den Betroffenen und von ihren Vertretern gehört, dass sie die Verdopplung des Landesblindengeldes nicht nur für nützlich, sondern für erforderlich gehalten haben. Und ich mache mich nicht anheischig, diese Expertise von behinderten Menschen in ihrer eigenen Lebenslage hier infrage zu stellen. Ich glaube auch nicht, dass es angemessen wäre, das hat keiner getan. Aber ein beliebter Einwand wäre ja zu sagen, na ja, da kommen die Verbände und fordern immer alles Mögliche. Ich glaube, dass das hier nicht ohne Not und nicht ohne sehr genaue Prüfung des Grundsachverhalts und der Grundbedarfe und Bedürfnisse geschehen ist. Und dem schließen wir uns an. Und ich wiederhole es noch einmal. Wir reden von 30 bis 100 Menschen. Wir reden von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von zwischen 210, je nachdem, wie viele Betroffene man zugrunde legt, von 210 bis etwa 600.000 €. Es ist in diesem Land schon für weniger sinnvolles Geld ausgegeben worden und mehr Geld ausgegeben worden als dafür. Dafür, das will ich jetzt einfach noch einmal Ihnen vor die Haustür legen. Letztens, es ist zu begrüßen, dass wir alle der Auffassung sind, dass jenseits der Frage der Verdopplung des Landesblindengeldgesetzes und des Landesblindengelds und der Ausgestaltung des Landesblindengeldes es weitere Bedarfe gibt, die insbesondere in der Frage der Qualifizierung von Taubblindenassistenz liegen und dass eine Reihe von parlamentarischen Initiativen entweder schon vorhanden sind oder auf dem Weg sind. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass wir einen Haushaltsantrag in dieser Frage stellen werden. Ich wiederhole, dass wir bereit sind, gemeinsame Haushaltsanträge in dieser Frage mitzutragen. Ich fände es erfreulich, wenn wir das in diesem Punkt schaffen würden. Mehr als erfreulich. Und ich nehme zur Kenntnis, dass es den ernsthaften Willen gibt, eine Debatte darüber zu führen, wie. Und ich habe das so verstanden, Herr Reul, dass dann auch die Frage der Verdopplung des Landesblindengeldgesetzes durchaus noch eine Option ist, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, diese Debatte weiterzuführen. Uns werden Sie in der Frage nicht nur an Ihrer Seite, sondern auch vor Ihnen und hinter Ihnen haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Gerd Merz. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, Herr Minister, Sie machen es sich ein bisschen zu einfach. Wenn Sie jetzt sagen, es mag ja daran liegen, dass taubblinde Menschen nicht gesehen und nicht gehört werden und wir das Thema deshalb bislang nicht so intensiv in diesem Haus hatten, dann ist sicherlich richtig, dass taubblinde Menschen zu wenig gesehen und gehört werden. Aber sowohl die Verbände der Sehbehinderten als auch die Verbände der Hörbehinderten sagen uns seit Jahren, dass an dieser Stelle etwas passieren muss, und zwar mehr als nur ein kleines bisschen. Wenn sie trotzdem nicht gehört werden, dann stellt sich die Frage, wer hat sie denn nicht gehört? Weil Oppositionsfraktionen haben sie gehört, wir haben sie deutlich gehört, wir haben auch seit Jahren die entsprechenden Anträge im Haushalt. Also bleiben Sie doch an der Stelle korrekt. Sie haben sie nicht gehört, Herr Minister. Und dann müssen Sie hier nicht so tun, als ob das daran läge, dass es Ihnen niemand zugetragen hat. Sie haben es wissen können, wenn Sie es hätten wissen wollen. Wenn Sie dann sagen, es geht Ihnen nicht darum, jemanden zu verunsichern, und es ginge um Evaluation und um die Überprüfung der Wirksamkeit, und niemand wolle hier das Blindengeld abschaffen, dann ist das ein Widerspruch in sich. Wenn Sie nämlich erst schauen wollen, ob das Blindengeld seine Wirkung erzielt, dann stellen Sie damit infrage, dass dem so ist. Und ich glaube, dieses Signal sollten wir von hier nicht aussenden. Denn das Blindengeld erzielt seine Wirkung. Und ich glaube, wir alle im Haus wissen das. Deshalb gibt es auch keine Notwendigkeit, auf einen Leitfaden hinzuweisen und zu sagen, wir lassen das jetzt so, wie es ist.
Und Frau Erfurth, es hilft auch nicht, dass Sie dann sagen, es läge daran, dass ich das behaupten würde. Es ist ja klar, dass Regierungsfraktionen das, was Oppositionsfraktionen sagen, nun mal grundsätzlich nicht für besonders richtig und wichtig halten. Und wenn ich jetzt sage, schon mal überhaupt gar nicht. Aber es bin doch nicht ich, die sagt, die sind verunsichert. Das sind doch die betroffenen Menschen, die sagen, sie seien verunsichert. In diesem Fall bin ich doch hier nur die Überbringerin der Botschaft. Sie können doch den betroffenen Menschen die Verunsicherung nicht absprechen. Sie können ihnen vielleicht sagen, es besteht kein Anlass. Das wäre ja schön, wenn Sie ihnen das sagen. Wenn aber der Minister dann wieder sagt, wir müssen erst einmal schauen, ob das seine Wirksamkeit erzielt, dann bleibt doch die Verunsicherung bestehen. Also sagen Sie doch nicht mir, dass es falsch sei, dass es eine Verunsicherung gibt, sondern nehmen Sie die Verunsicherung der Betroffenen zur Kenntnis, das wäre einmal das Erste, und ernst, das wäre das Zweite, und drittens reagieren Sie so darauf, dass Sie diese Verunsicherung aus der Welt schaffen. Und mit der Argumentation, die hier heute vorgetragen worden ist, schaffen Sie sie eben nicht aus der Welt. Und selbstverständlich ist es auch nicht so, dass man nicht noch über andere Dinge, die diese Menschen ebenfalls brauchen, die Assistenz und gut ausgebildete Assistenten reden muss. Und ich bin ja auch froh, dass wir darüber reden werden. Aber wir stehen jetzt in der Situation, dass wir einen Doppelhaushalt verabschieden. Da wäre es doch richtig gut, wir hätten das da drin, weil dann hätten wir für die nächsten zwei Jahre ein ganz klares Signal. Das haben wir aber jetzt nicht, und das finde ich ausgesprochen bedauerlich. Und ich weiß auch nicht, wann dann an der Stelle das Richtige passiert, damit das, was lange und dringend notwendig ist, auch in Hessen endlich in Gang kommt. Deswegen auch der Druck, der zurzeit hier herrscht. Nehmen Sie den doch ernst, und nehmen Sie die Betroffenheit der Menschen ernst und die Not der Menschen ernst, und tun Sie das, was zu tun ist, und zwar jetzt und nicht erst auf die lange Bank geschoben. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst ab über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Drucksache 19-5425. Wer stimmt ihm zu? Die SPD, die Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN und FDP. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Landesblindengeld. Dritter Lesung. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung abgelehnt. Meine Damen und Herren, es hat hier eine Vereinbarung gegeben, dass wir jetzt in die Mittagspause eintreten. Unterbreche die Sitzung. Was machen wir? 15 Uhr. Da gibt es eine Reihe von Terminen. Die machen wir 15 Uhr. 15 Uhr geht es weiter. Ich bedanke mich. Wer danach interessiert ist, kommt bitte wieder. Und dann geht es weiter. Die Sitzung ist unterbrochen.